Hallo ihr Lieben, ich sitze gerade in einem großen Park hier bei uns am Rande des Ortes. Dieser Park grenzt direkt an den kleinen Park, in dem ich auch schon das ein oder andere Video für euch gedreht habe. Ich zeige euch jetzt erstmal ein bisschen was von diesem schönen Park. Hier ist der Anfang des Parks, da hat es sogar einen Buhlplatz. Zeige ich euch mal eben mit drei Bahnen, bei denen man Buhl spielen kann. Kennt ihr Buhl? Früher, in jüngeren Jahren, habe ich das öfter gespielt. Aber ich hatte auch noch bis zuletzt solche speziellen Kugeln. Aber ich glaube, die habe ich zum Secondhand gegeben. Ja, und alleine kann man das ja sowieso nicht spielen, da muss man ja wenigstens eine Person mit dabei haben. Besser mehr. Jo, hier an der Seite ist noch ein Café, Restaurant. Da kann man auch einkehren. Ja, der ist recht groß, der Park. Hier war ich jetzt schon öfter, auch mit meinem Sohn zusammen. Der klettert dann gerne immer hier die Bäume hoch. Und da hinten hat es auch einen Spielplatz. Leider ist es jetzt schon etwas duster und das Wetter nicht mehr so schön. Aber ich hoffe, man kann es trotzdem noch gut erkennen. Auf dieser großen Wiese, die jetzt gerade frisch gemäht ist, wie es aussieht, habe ich schon mehrmals Qigong praktiziert. Hier ist noch der schön angelegte Spielplatz, der da noch mit im Park ist. Mit verschiedenen Hügeln, auf denen die Kinder rumtollen können. Ist nicht schlecht, ne? Hier hat es dann sozusagen so ein Becken. Mit zwei Düsen, eine rechts und eine links. Da kommt dann im Sommer auch Wasser raus. Da können die Kinder hier auch planschen. Finde ich toll. Dann hat es da eine Rutsche. Und diese Geräte kennt ihr ja sicher auch. Sand, zwei verschiedene Schaukeln. Hier noch eine kleine Sitzgelegenheit mit Häuschen für die Kleinen. Dann dieses Gerät und dieses tolle Klettergerät. Das finde ich auch ganz toll. Und da hinten diese große, ja, ich nenne es mal das große UFO. Erinnert mich irgendwie an ein UFO. Da können die Kinder natürlich auch rein, eben, oder sich draußen dran hängeln. So wie der Kleine das jetzt gerade macht. Nicht schlecht, ne? Hier sind auch noch, zum Beispiel für den Sommer, wenn es sehr heiß ist, zwei schöne, lauschige Plätzchen unter diesem großen Baum. Da saß ich auch schon drunter. Und dahinter ist dann noch ein großer Sportplatz. So, hier ist es schön hell unter diesen Bäumen, also unter dem schönen Herbstbaum mit dem Laub, unter dem und unter dem eventuell noch. Jo, unter einem dieser Bäume setze ich mich jetzt und dann plaudere ich ein bisschen mit euch. Ne? So, nachdem ihr jetzt einige Eindrücke von diesem Park bekommen habt, möchte ich jetzt ein bisschen mit euch plaudern. Ja, ich muss leider sagen, dass es mir in letzter Zeit emotional nicht mehr so gut geht, seit der ganze Vorfall war mit dem Yoga Vidya. Da habt ihr ja schon einiges von erfahren mit meinem Sohn. Seitdem bin ich einfach irgendwie nicht mehr so gut drauf. Das ist echt schade, weil davor
bevor das war, war ich sehr gut drauf immer. Hatte zwar das öfter mal Schmerzen, aber mental ging es mir super. Ich hatte fast immer gute Laune, war fröhlich, hatte viel Elan. Und dem ist jetzt eben leider nicht mehr so. Ich hoffe, das ist nur eine Phase und es gibt sich wieder. Vielleicht hat das auch was mit den Wechseljahren zu tun, ich weiß es nicht. Könnte ja auch möglich sein. Jedenfalls ist es so, dass ja, dass eins der Probleme ist einfach, dass ich meine Wohnung bereits Anfang diesen Monat, also wir haben jetzt mittlerweile Ende September, also die letzte Woche im September, und ich habe Anfang diesen Monats meine Wohnung bereits gekündigt, weil ich ja, wie schon vorher gesagt, dachte, dass ich, oder mich erst dazu entschieden hatte, dass ich mit hinterherkomme mit meinem Sohn ins Yoga Vidya. Ja, zwei, drei Tage später hatte ich mich ja aber wieder sozusagen besonnen, zum Glück. Ja, aber ich konnte bis jetzt trotzdem noch keine Wohnung für uns suchen, da mein Sohn sich zwar bei dem Yoga Vidya vor zwei Wochen circa beworben hatte, weil man muss sich dort erst bewerben, wenn man dort für länger bleiben will und dort arbeiten möchte. Es kam aber bis jetzt keine Antwort. Und da habe ich meinem Sohn gestern gesagt, er soll doch einfach mal da anrufen und mal höflich nachfragen, ob die Bewerbungsunterlagen denn auch angekommen sind bei Ihnen, damit wir das wenigstens mal wissen. Und dann ergibt sich ja vielleicht schon aus dem Telefongespräch dann das eine oder andere. Ja, dann hat mein Sohn da auch gestern angerufen und nachgefragt. Also die Bewerbungsunterlagen sind angekommen. Das Dumme war nur, dass die Frau, die dafür zuständig ist, also an die mein Sohn den Brief geschickt hat, kurz danach in Urlaub fuhr und da immer noch im Urlaub ist und der Brief deshalb liegen blieb und nicht weiter bearbeitet wurde. Ja, das ist wieder mal sehr ärgerlich. Zum Glück hat er angerufen. Jetzt hätten wir noch länger gewartet. Ja, und dann hat er halt jetzt ein bisschen Druck dann am Telefon gemacht, weil wir eben gern wissen möchten, was Sache ist, weil wir eben ja entweder ich oder wir zusammen umziehen möchten und auch jetzt mittlerweile müssen, da ich ja wie gesagt bereits gekündigt habe. Und die Frau war sehr nett am Telefon und sie haben sich auch noch über verschiedene Verdienstmöglichkeiten und Jobangebote dort, was er sonst noch so machen könnte, wenn das ein oder andere nicht klappt, wofür er sich beworben hatte dort, machen könnte. Ja, und dann zum Ende des Gesprächs meinte sie dann, okay, sie leitet das jetzt auf jeden Fall weiter und dann müssten wir in den nächsten Tagen Bescheid bekommen. Ansonsten sollen wir nochmal anrufen. Ja. Jetzt wissen wir zwar schon ein bisschen mehr, aber ja, ich kann immer noch nicht suchen, weil ich immer noch nicht weiß, was Sache ist. Das ist echt ärgerlich. Jetzt haben wir so überlegt, wir warten bis nächste Woche Montag. Da ist dann der erste, oder zumindest Anfang Oktober. Ich weiß jetzt nicht genau, ob da der erste ist. Und dann, wenn bis dahin nichts gekommen ist, dann werden wir nochmal anrufen und nochmal nachfragen. Ja, ansonsten, wenn es bis dahin angekommen ist, ist gut. Und wenn nicht, dann wird es ja vielleicht zwei, drei Tage später noch ankommen, die Antwort. Dann kann ich endlich anfangen zu suchen, entweder für mich alleine oder für meinen Sohn und mich. Das Problem ist nur einfach, wie es zum Ende hin auch kommen sollte. Ich bin irgendwie gar nicht mehr so in Umzugslaune.
und habe auch irgendwie gar keine Lust und keinen Elan mehr, jetzt momentan umzuziehen, warum auch immer. Ich freue mich also gar nicht mehr so auf den Umzug. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich überhaupt hin möchte und wo ich hinziehen soll. Das ist so eine schwere Entscheidung. Ja, wir haben zwar, mein Sohn und ich, haben in einem Ort, in dem meine Tochter früher öfter geritten ist, da habe ich sie immer hingebracht und sie hatte damals einen großen Hund und ich hatte auch einen Hund, also beide einen eigenen Hund. Und ich bin dann in der Zeit, in der sie ritt, immer dort spazieren gegangen. Also von der Natur her war es sehr schön dort, ist auch ein ganz toller, spezieller Park. Da bin ich da mit meinem Sohn nochmal hingefahren, um das nochmal anzuschauen und zu überlegen, ob ich da vielleicht da hinziehen könnte, mit oder ohne ihn, wie auch immer. Aber nur die Stellen, bei denen ich spazieren war mit den Hunden, sind wunderschön. Der Rest ist furchtbar. Gefällt mir überhaupt nicht und meinem Sohn auch nicht. Da sind sogar Wolkenkratzer. Also so hohe Hochhäuser, die Läden sehr weit auseinander, der Ort ist riesig. Nee, nicht wirklich. Gefällt mir nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann fahren wir noch ein paar Orte weiter. Gibt es noch einen anderen Ort, der mir sehr gut gefallen hatte. Früher, also am Anfang, als ich damals von Baden-Württemberg hierher gezogen bin. Und dort war es auf jeden Fall viel ländlicher. Mein Sohn hatte dann zwar erstmal keine Lust mehr, da noch mit hinzufahren, da es an dem Tag leider geregnet hatte und auch sehr kühl war und wir beide zusammen, nachdem wir uns den Ort, also von dem ich zuerst sprach, noch mal angeschaut hatten, wir dann im Grünen dort, also ich besser gesagt, dort geparkt hatte und wir dann erstmal ein bisschen spazieren gehen wollten. Wir hatten beide den Schirm dabei und sind dann zusammen sehr lange und sehr weit barfuß im Regen spazieren gegangen. Ja, das erste Mal in meinem Leben, dass ich barfuß im Regen spazieren gegangen bin. Weil mein Sohn läuft ja generell draußen nur noch barfuß, ich eigentlich auch meistens nur noch. Egal zu welcher Tageszeit. Aber im Regen bin ich jetzt noch nie barfuß gelaufen. Ja, aber es war lustig. War nur ganz am Anfang kalt, später ging es dann. Ich weiß gar nicht, ob ich das in meinem letzten Video bereits erwähnt hatte. Wenn ja, dann entschuldigt bitte. Ich kann mir auch nicht immer alles merken, was ich schon gesagt habe und was nicht. ja, dann sind wir sogar teilweise in die Pfützen gesprungen, wie so zwei kleine Kinder. Das war richtig schön. Und am Ende dann des Spaziergangs haben wir noch ein paar Apfelbäume entdeckt und da ist mein Sohn dann sogar im Regen noch auf den Apfelbaum hoch geklettert und hat da ein paar Äpfel für uns runtergeschlagen. Ja, das war richtig schön. Ja, und da wir recht lang unterwegs waren, hatte mein Sohn einfach keine Lust mehr, dann noch in diesen speziellen Ort zu fahren, obwohl der nicht weit entfernt gewesen wäre, nur 7 Kilometer. Und dann habe ich aber darauf bestanden, dass wir zumindest noch 2-3 Orte weiterfahren. Ja, dann sind wir wieder ins Auto und weiter gefahren und dann kam schon gleich ein nächster Ort. Das war wieder eher so ein ländlicher Ort, also ein Dörfchen, auch ohne Geschäfte, ohne Läden, Post oder was auch immer. Und dann haben wir uns gedacht, okay, das sieht hier mal sieht viel besser aus, nicht schlecht und wäre schon gleich der nächste Ort. Dann schauen wir uns da jetzt mal ein bisschen das Grüne dort an, was es dort so für Möglichkeiten gibt zum Spazierengehen, meditieren und was auch immer. Ja, das haben wir dann auch gemacht, mit dem Auto wohlgemerkt, dass es auch geregnet hat. Und das sah dort richtig toll aus, wunderschön. Es gab Wiesen, es gab Wald, also verschiedene Wälder und vor allem sehr abwechslungsreich, also für jeden Geschmack etwas sozusagen. Das fand man also echt sehr schön. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fahren wir jetzt mal in den Ort mehr rein, also da, wo die ganzen Wohnhäuser sind, um uns die Wohnhäuser anzuschauen und schauen, ob es da auch welche gibt mit kleinem Garten vielleicht oder einer Terrasse oder einem Balkon, was auch immer.
Das haben wir dann auch gemacht. Und da gab es sogar einige Mehrfamilienhäuser direkt am Anfang. Und die hatten alle hinterm Haus einen kleinen Garten. Richtig schön. Zwar alle so, also ja, mehr so Parzellen. Direkt so nebeneinander alle. Zwar sehr nah, aber schön klein und gemütlich. Eigentlich perfekt. Also nicht so riesig wie mein jetziger Garten. Der ist nämlich viel zu groß und macht viel zu viel Arbeit und ist dadurch auch total ungemütlich. Und er liegt ja direkt auf dem Präsentierteller. Also von allen Seiten können die Nachbarn in meinen Garten schauen und mich beobachten oder uns beobachten, was wir da machen. Ja, ist nicht so toll. Und dann führt ja auch direkt die kleine Seitenstraße, die aber sehr stark befahren ist, jeden Tag dran vorbei. Von daher ja, ist der Garten nicht wirklich schön oder toll. Dann ja auch noch der schlechte Boden, hatte ich ja am Anfang auch erzählt. Ja, naja. Und dann habe ich meinem Sohn gesagt, okay, dann merke ich mir jetzt den Ort und würde dann, sobald ich weiß, was Sache ist, dann auch dort suchen. Nun ist es aber halt so, jetzt kann es ja sein, dass ich da was suche, aber in den Wohnungen, die ich gesehen hatte mit Garten, dass da entweder jetzt in den nächsten 2-3 Monaten gar nichts frei ist oder wird, oder aber die Gärten, die hinter den Häusern sind, nur für die unteren Wohnungen zum Beispiel ist, für die größeren. Und ich würde ja dann eine kleinere Wohnung suchen, also egal, ob ich jetzt alleine wegziehe oder mit meinem Sohn. Wenn ich allein wegziehe, natürlich eine noch etwas kleinere. Aber selbst mit meinem Sohn, wie ihr wisst, suchen wir dann wahrscheinlich nur noch eine Zweizimmerwohnung, weil uns das auch reicht. Da muss ich nur mal gucken wegen dem Meerschweinchen, wo ich die dann unterbringe. Aber falls ich einen kleinen Garten habe, dann würde ich ja vielleicht doch dann das Hühnerhaus, das ich mir mal zulegen wollte für die Kleinen, so eins ja für in den Garten besorgen. Und dann können die da ja auch immer sein, also Tag und Nacht und das ganze Jahr durch. Dann bräuchten sie gar nicht mehr drinnen sein, also bräuchte ich keinen extra Raum oder dass sie mit in einem Raum drin sind. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, sollten die sich im Yoga Vidya auf jeden Fall dazu entscheiden, meinen Sohn nicht zu nehmen, sage ich jetzt mal, dann werde ich auf jeden Fall Richtung Münsterland eine Wohnung suchen. Also dessen bin ich mir bereits sicher, denn da bin ich nicht alleine, da kann ich auch ein bisschen weiter weg, das ist nicht so schlimm, weil mein Sohn ist dann noch bei mir und bleibt dann auch, denke ich, erstmal noch eine Weile bei mir. Und ich bin zwar dann von meiner Tochter etwas weiter weg, aber zumindest von ihm nicht so weit entfernt. Also wir sind dann zusammen. Und sollte er ins Yoga, also sollte er ins Yoga-Vidya aufgenommen werden, ja, dann weiß ich auch nicht, wohin. Dann möchte ich halt doch nicht so weit weg von meinen Kindern. Was du ja vielleicht auch verstehen kannst. Oder? Ja, das andere ist mein Auto, wie du im letzten Video, denke ich, bereits schon erfahren hast, also die Batterie meines Autos scheint den Geist mehr oder weniger aufgegeben zu haben. Also ich habe es ja zwischendurch mit der Nachbarin noch einmal per Überbrückungskabel anbekommen, das Auto, aber bin dann auch erst ein Stück gefahren, damit es sich wieder ein bisschen auflädt und danach noch einkaufen. Und dann wieder nach Hause, da lief das auch noch ohne Probleme. Aber bereits am nächsten Tag, als ich nochmal damit fahren wollte, lief es schon wieder nicht mehr. Und der TÜV ist jetzt ja dann auch abgelaufen. Deswegen denke ich, hat das Auto seine letzten Tage gehabt sozusagen. Ja, jetzt haben meine Tochter und ich uns überlegt, dass wir uns ihr jetziges Auto erstmal teilen. Zumindest solange ich noch hier wohne und noch nicht umgezogen bin. Das finde ich auch eine sehr gute Lösung. Das lassen wir dann auf mich laufen, da ich noch nie einen Unfall gemacht habe mit über 20 Jahre Fahrpraxis, worauf ich sehr stolz bin, obwohl ich manchmal auch in Kamikaze fahre, wenn ich es eilig habe. Ja, aber ich habe halt ein sehr gutes Reaktionsvermögen, wenn ich noch so müde bin. Also das ist schon was wert. Ja. Oh, ich bin erschreckt. Jetzt kam doch eben gerade hinter mir ein älterer Herr oder ein reifer Herr, ebenfalls mit einem Stativ und
einer Kamera ausgerüstet. Ich filme ja noch, immer noch mit dem Handy leider. Und sprach mich an und fragte mich doch tatsächlich, ob er mich von hinten fotografieren darf. Und da habe ich ihm gesagt, von hinten, das sieht doch kacke aus. Dann meint er, nee, das würde so schön ins Bild passen. Er würde weiter weggehen und dass ich so unterm Baum sitze. Danke. Bitte gerne. Schönen Abend noch. Danke. Danke. Das wäre dann ein schönes, idyllisches Bild. Ja, ihr habt ihn jetzt gerade gesehen, er ist eben weggelaufen und er meinte, er würde das im Facebook dann einstellen. Dann habe ich ihm gesagt, ja gut, kann er gerne machen. Habe ich nichts dagegen. Was man nicht alles erlebt, ne? Da habe ich wenigstens wieder was zu lachen bekommen. Schön. Mir ist nämlich ja in letzter Zeit gar nicht mehr zum Lachen zumute. Absolut nicht. Im Gegenteil. Ja. Naja. Ich habe jetzt leider den Faden verloren. Ja, so sieht es halt einfach im Moment aus. Ich bin einfach nicht mehr so gut drauf. Und vor allem, wie du ja bereits weißt, ist das Verhältnis zwischen meinem Sohn und mir seit dem Yoga-Vidya einfach nicht mehr so super, wie das vorher war. Es hat sich zwar jetzt mittlerweile wieder ein bisschen gebessert, ab und zu verstehen wir uns auch mal wieder gut und sind freundlich zueinander. Also ich bin ja sowieso eigentlich immer freundlich. Bei mir sind das nur mal Ausnahmen, wenn man mich ärgert oder so. Und sonst bin ich ein sehr freundlicher Mensch. Aber ja, mein Sohn ist halt zwischendurch doch immer wieder, wie soll ich sagen, ja, einfach eher unfreundlich, schnippisch, kurz angebunden. Ich manchmal auch, klar. Ja, und es ist halt einfach schade, dass das Verhältnis jetzt durch das Ganze so schlecht zwischen uns geworden ist. Das finde ich sehr traurig. Oh, ich weiß es auch nicht. Naja, so. Jetzt habe ich mir erstmal das Wichtigste von der Seele gesprochen, denke ich mal. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Sonst gibt es halt nochmal so ein emotionales Video. Jetzt muss ich ja erstmal sehen, wie ihr überhaupt darauf reagiert. Ob ihr solche Videos von mir gut findet, da bin ich ja mal sehr gespannt. Wäre ja mal was ganz anderes. Ja, lasse ich mich jetzt mal überraschen. Ne? So, jetzt wollte ich eigentlich noch ein bisschen meinen Qigong machen hier im Park. Es ist allerdings schon reichlich kühl, aber ich werde es trotzdem noch tun. Ja, ein bisschen Bewegung kann ja nicht schaden, ne? Okay, ihr Lieben. Dann war es das jetzt mal wieder für heute. Ich hoffe, dieses emotionale Video oder der Vlog, wie auch immer man es nennen mag, hat euch trotzdem gefallen oder vielleicht gerade deshalb, ich weiß es nicht. Wenn ja, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Da freue ich mich natürlich wie immer drüber. Ansonsten wünsche ich dir noch eine angenehme Zeit oder einen schönen Tag, je nachdem, wann du das Video schaust. Ja, und dann hoffe ich mal, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Okay, dann bis bald. Ciao. Schaut mal, wie schön das hier noch am Abend aussieht in diesem Park. Das wollte ich euch jetzt noch mal eben zeigen. Ich habe jetzt noch Qigong gemacht und mittlerweile wird es schon duster. Aber auch im Dustern ist es schön hier. Vor allem sind überall Lampen an, sodass es nicht dunkel ist. Der Mond scheint. Hinten steigt schon Dampf auf. Schön, ne? Es ist scharf.
war's.